Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht. Das ist eine ganz besondere Folge, nämlich die 100. Folge von die Gefahrenunterricht. Und ich will euch jetzt zeigen, wie man Formeln, mathematische Formeln, kollaborativ im Netz bearbeiten kann. Es ist nicht ganz einfach, also man kann davon ausgehen, es braucht ein bisschen mathematische Affinität, es braucht Bereitschaft, sich deinem Programm auseinanderzusetzen. Vielleicht sage ich vorweg, das Einfachste, was man mit Schülerinnen und Schülern machen kann, sie ein gutes Notiztool verwenden lassen, wo man mit einem digitalen Stift darauf schreiben kann. Für die Apple-Umgebung ist es GoodNotes, wo auch Kollaboration sehr, sehr einfach möglich ist. Mit GoodNotes kann man Notizen gemeinsam bearbeiten und dann schreibt man einfach mit den Händen die Notizen hin. Jetzt für das Beispiel gehe ich davon aus, dass man nicht mit den Händen arbeitet, sondern irgendwo im Netz das schön publizieren möchte. Ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite habe ich beispielsweise ein paar Formeln hier eingeblendet. Und das, was hier entsteht, dieses Dokument oder dieses Tool heißt HackMD. Das ist ein Etherpad, das habe ich schon oft gezeigt. Also ein ganz einfaches Textverarbeitungsdokument, was mehrere Personen im Netz bearbeiten können. Wenn ihr so ein HackMD Dokument veröffentlicht, dann sieht es so aus. Also es sieht so aus wie eine sehr, sehr übersichtliche, minimalistische Website, auf der ihr dann auch ein automatisches Inhaltsverzeichnis habt hier. Auf das man dann auch einzeln verlinken kann. Also sehr, sehr einfach. Wenn man so ein Dokument erstellt, dann braucht man diese Ansicht. Das sieht jetzt nicht nur aus wie so ein Programmiercode. Tatsächlich ist das so die Logik dahinter. Man programmiert eigentlich das, was dann erscheint. Jetzt ist das im Normalfall sehr, sehr einfach, weil es hier oben viele Hilfsmittel gibt. Also wenn ich zum Beispiel hier noch ein schlaues Zitat zum Start einfügen möchte. Dann seht ihr, hier erscheint das auf dieser Seite und hier ist es programmiert. Jetzt möchte ich das als Zitat formatieren. Dann klicke ich hier drauf und dann ist es hier schön eingerückt. Brauche ich eigentlich nicht, aber so wird das gehen. Also es gibt viele Hilfsmittel, dass man sich diese Codes alle gar nicht merken muss. Jetzt gibt es zwei Arten, Formeln zu formatieren. Entweder kann man sie direkt im Text drin haben, so wie hier dieser Logarithmusausdruck. Und der sieht dann hier so aus. Ich mache vorne ein Dollarzeichen hin. Dann mache ich in dieser LaTeX-Notation, schreibe ich das hin. Also ihr seht hier, das heißt Formel, Logarithmus, dann Zweierlogarithmus, Abstand von x. Und das kann ich natürlich alles ändern. Also jetzt ist es 3, jetzt kann ich hier auch von z hinschreiben. Ihr seht, also so kann ich die Formel hier hinschreiben. Und zum Schluss nochmal hier ein Dollarzeichen, damit die Formel abgeschlossen ist. Und wenn ich zwei Dollarzeichen verwende, dann wird die Formel so wie hier rechts jetzt eingerückt, formatiert. Und ich schreibe wieder hier die Formel hin. Also x gleich und dann diese geschweifte Klammer zeigt diesen ersten Ausdruck und dann dieses Over 2a zeigt den Nenner dieses Bruchterms. Jetzt ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Ich habe hier auch eine Seite eingefügt, die zeigt, wie man MathCheck, so heißt dieses Modul, verwendet. Und dafür gibt es Anleitungen, also hier dieses MathChecks, da gibt es hier eine Seite. Ich werde das dann alles unten verlinken. Und auf der Seite findet ihr eigentlich alle Hilfsmittel dazu, auch alle Formeln, wie man die aufschreiben muss. Also da gibt es ganz, ganz viel Material im Netz, sodass ihr jetzt nicht selber drauf kommen müsst. Wie finde ich jetzt, woher weiß ich jetzt, dass SQRT, dass das Square Root bedeutet, also Wurzel. Also wenn man das noch nie gesehen hat, diese LaTeX-Notation einem fremd ist, dann muss man sich ein bisschen einarbeiten, bis man weiß, wie das alles heißt. Und dazu gibt es jetzt ein wunderbares Tool, das möchte ich euch noch kurz zum Schluss zeigen. Also ich benutze, um mit Schülerinnen oder Mitarbeiterinnen zusammen Formeln editieren zu können, benutze ich dieses HackMD. Ich kann hier dann diese Links teilen und dann können andere Leute mit mir zusammenarbeiten. Also ich kann jetzt hier Read Everyone, Write Sign in Users, ich kann auch Write machen
Everyone, das werde ich jetzt auch machen. Und dann könnt ihr alle dieses in diesem Dokument mitschreiben, wenn ihr Lust habt. Wir werden dann sehen, was passiert damit. Hoffe, nichts Schlimmes, aber so kann ich es total freigeben und dann kann man mit anderen Menschen gemeinsam arbeiten. Ihr könnt dann auch einfach mal ausprobieren, was da passiert. So, und ich glaube, dieser Link hier, den wollte ich noch zeigen, bevor das vergessen geht. Ja, hier, das ist eigentlich das Tutorial, was man braucht, genau, wo alle diese Formeln dann beschrieben werden. Also auch, wie man unterschiedliche Schriftarten macht, wie man Bruchtherme macht und so weiter. Wie man alle Zeichen macht, das findet ihr alles hier. Zurück zu den Beispielen. Also, wenn ich jetzt eine Formel habe, dann kann ich die mit einem ganz guten Tool, das heißt, dieses Tool, jetzt muss ich da zurückgehen, es heißt MathPix Snipping Tool. MathPix, das könnt ihr auch auf dem Handy, auf dem Tablet installieren. Und was ihr damit machen könnt, ihr könnt eigentlich Formeln scannen. Ich führe das jetzt mal vor, wie das geht. Also ich habe hier, nee, mal gucken, hier eine Formelsammlung offen. Und jetzt habe ich beispielsweise hier habe ich so ein paar Formeln und die möchte ich gern haben. Also ich gehe auf meine MathPix Extension, drücke hier auf das Bildschirmerfassungstool und umrande jetzt hier diese Formel. So. Und was passiert ist, ich habe hier jetzt die ganze Formel drin in verschiedenen Versionen. Ich kann das jetzt kopieren. Das ist jetzt schon kopiert in meine Zwischenablage. Kann dann hier in mein HackMD-Tool gehen. Hier wollte ich das machen. Und kann hier jetzt mit dem Dollarzeichen die Formel einfügen. Dollarzeichen zum Schluss. Und ihr seht, genau die Formel, die ich hier gescannt habe, die Formel steht jetzt hier in meinem Tool drin. Und wie man das genau aufschreiben muss mit dieser LaTeX-Notation, das muss ich gar nicht wissen, weil dieses Snipping-Tool das für mich erledigt. Also nochmal, ich sehe dann hier die Formel und ich kann da unten den ganzen Code kopieren in verschiedenen Varianten. Also ihr seht, das ist mit zwei Dollarzeichen, damit es dann abgesetzt formatiert wird. Das füge ich jetzt auch mal hier ein. Dann seht ihr, was der Unterschied ist. Das ist jetzt hier schön mittig eingerückt. Das ist jetzt so inline. Also hier könnte ich auch die Formel so lässt sich wie folgt vereinfachen. Also so sieht das dann aus, während das hier eigentlich gedacht ist, dass es wirklich ein eigener Absatz ist. So, ich hoffe, das hilft euch weiter für all die, die sich für Formeln interessieren, mit diesem Tool, mit dem man den Bildschirm erfassen kann. Das können auch Schülerinnen und Schüler sehr einfach benutzen. Ihr seht, das hat dann auch automatisch noch einen Solver drin. Also hier wird einfach gesagt, der Solver sagt mir dann True. Ich kann jetzt noch versuchen, was zu finden, was man besser auflösen kann. Mal gucken, ob ich sowas wie eine Gleichung finde. Vielleicht das hier. Ah, jetzt muss ich zuerst. Das habe ich jetzt nur ein Screenshot gemacht. Das ist gar nicht das, was ich wollte, sondern muss es hier mit erfassen. So, jetzt wird das hier aufgelöst, seht ihr. Also es wird schön hier drin nochmal aufgelöst. Ich kann es vereinfachen, ich kann es numerisch auswerten. Also es macht dieses Tool auch automatisch. Und wenn ich zu OCR zurückgehe, dann kann ich hier wieder die Formel kopieren, kann wieder in HackMD gehen, kann einfach mit was ist das? Ctrl-V, Command-V bei Apple, kann ich es einfügen und hier steht jetzt die Formel, die ich haben wollte. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Das sind alles soweit kostenlose Tools. Also da, dieses Tool hier hat, da steht dann irgendwann, ich habe noch 45 remaining. Das heißt, irgendwann muss ich dann zahlen dafür, dass ich es benutzen kann. HackMD ist komplett kostenlos. Das könnt ihr über HackMD.io könnt ihr eine Instanz eröffnen und da auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Danke sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.